Kann man mit so einer Vollgesichtsmaske unter Wasser atmen? Tja, die Frage wird mir relativ häufig gestellt und deswegen beantworte ich sie heute. So eine Vollgesichtsmaske sieht schon ein bisschen abgespaced aus. Ja, so abgespaced, dass auch viele Leute mich immer wieder fragen, ob man damit tatsächlich unter Wasser atmen kann. Ich lese auch regelmäßig verschiedene Produktbewertungen von verschiedenen Masken und immer wieder wird gefragt, ob man mit so einer Schnorchelmaske tatsächlich unter Wasser atmen kann. Und wenn du auch regelmäßig schnorcheln gehst, wirst du die Antwort schon kennen. Aber es gibt eben da draußen viele, viele Leute, die bis jetzt vielleicht noch gar nicht oder nur sehr selten schnorcheln gegangen sind und für die diese Frage einfach völlig normal ist. Tja, und durch die Optik, die diese Maske aufweist, beziehungsweise durch die Techniken, die wir generell heute auf der Welt haben, wer kann es denn den Menschen verübeln, dass man so eine Frage stellt? Ja, und da gibt es gleich mal die negative Antwort vorweg. Man kann damit auf jeden Fall nicht unter Wasser atmen. Allgemein gibt es noch gar keine Maske, mit der man unter Wasser atmen kann. Ja, sowas ist noch nicht möglich. Vielleicht in Zukunft kann ein Hersteller sowas tatsächlich realisieren. Im Moment ist man aber immer in irgendeiner Art und Weise von einem Sauerstofftank abhängig. Und diese Vollgesichtsmaske bietet nun auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit als jede andere Tauchmaske auch. Sie bedeckt das Gesicht, man kann atmen durch Nase und durch Mund. Und man ist aber quasi abhängig von dem Schnorchel hier oben. Also dieser Schnorchel ist quasi genau das gleiche, was du von anderen Masken auch kennst. Also hier zum Beispiel so einen ganz normalen Schnorchel. Ja, das ist eigentlich genau das gleiche, bloß halt anders geformt und direkt an die Maske angebracht. Aber die Funktionsweisen sind eigentlich völlig gleich. Das heißt, du musst an der Wasseroberfläche bleiben. Der Pinöckel hier, also der Schnorchel, muss aus dem Wasser rausgucken. So lange kann man atmen. Wenn man abtaucht, verschließt er sich auch. Es kommt kein Wasser rein und du kannst auch ein bisschen unter Wasser abtauchen. Ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht, wie weit man mit dieser Maske runterkommt. Das findest du zum Beispiel unten in unserer Beschreibung oder auch hier oben. Da kannst du dir das nachher gerne mal anschauen. Aber ansonsten ist man immer an die Wasseroberfläche gebunden. Das heißt im Großen und Ganzen, wenn du abtauchst, kannst du nicht atmen. Wenn du oben an der Wasseroberfläche bleibst, kannst du atmen. So einfach ist eben das Prinzip. Aber es funktioniert quasi für Schnorchler wunderbar. Wenn du abtauchen willst und unter Wasser atmen willst, dann musst du dir quasi eine komplette Tauchausrüstung zulegen. Das ist auch eben die Antwort. Man kann nicht unter Wasser damit atmen. Aber schreib mir mal ganz gerne in die Kommentare, ob du glaubst, dass in Zukunft mal eine Maske entstehen wird, wo man tatsächlich die Möglichkeit hat, unter Wasser zu atmen. Es gab ja in den vergangenen Jahren so ein paar Fake News, die eben gesagt haben, es gibt so eine Art Mundstück, wodurch man unter Wasser atmen kann. Also künstliche Kiemen gibt es leider noch nicht. Ansonsten hätte ich die definitiv schon zu Hause und hätte die euch wahrscheinlich schon vorgestellt. Schnorchelmasken gibt es bis jetzt und vielleicht in Zukunft auch eine Maske, womit man unter Wasser atmen kann. Tja, und da bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch einen nächsten schönen Schnorchelgang zu wünschen. Kannst du auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was du so regelmäßig siehst, beziehungsweise schreibt mir mal gerne eure Tipps für gute Seen in Deutschland in die Kommentare. Ja, vielleicht probiere ich da mal den einen oder anderen aus. Ich lerne ja immer ganz gern dazu und probiere vor allen Dingen auch neue Gewässer aus, wo man auch schön weit gucken kann. Ja, und deswegen würde ich sagen, geh schnorcheln und sei auch das nächste Mal mit Neugier unterwegs. Mach's gut!